Ich weiß nicht, wie viele Tote es sind. Ich habe keine Ahnung. Aber ganz sicher habe ich mehr Menschenleben auf dem Gewissen als all die Generäle und Politiker, die man wegen Kriegsverbrechen vor Tribunale gestellt hat. Als Bankerin werden Sie eingestellt. Der Vorstand betraut Sie mit bestimmten Aufgaben. Sie werden einem bestimmten Sektor zugewiesen und Sie sagen sich, ja, das ist jetzt mein Job, wie jeder andere auch. Dann bauen Sie eine Abteilung auf, vielleicht 40 Mitarbeiter. Bei mir waren es anfangs 27 und zum Schluss über 50 Leute. Die tun alle, was von ihnen verlangt wird. Sie selber ja auch. Sie arbeiten hart, richtig hart. Aber was sie am Anfang noch nicht wissen, je härter sie arbeiten, also je besser sie sind, desto schneller kommen diese Bilder in den Medien. Von den Hungerkrisen. Am Anfang wollen sie das nicht wissen. Sie arbeiten hart. Sie geben alles. Sie geben mehr als alles. Sie nehmen auch in Kauf, dass ihr ganzes Privatleben vor die Hunde geht. Wie bei mir. Aber sie arbeiten weiter, ja? Weil die Arbeit ist auch eine Droge. Sie geben einfach alles, was sie haben, da rein. Und der Erfolg macht süchtig. Aber irgendwann kommt ein Punkt, nachts in einem Hotelzimmer, das war in Toronto, im Rahmen einer Konferenz über OTC Swaps und Forwards. Da liegen sie wach in ihrem Hotelzimmer und können nicht einschlafen. Sie sind hundemüde, aber kriegen kein Auge zu. Und dann auf einmal schießen ihnen all diese Bilder in den Kopf, all die Bilder, die sie je gesehen haben. Über Ägypten, über Äthiopien, Kenia, Somalia. Und auf einmal begreifen sie schlagartig die ganzen Zusammenhänge. Und ohne dass sie es wissen wollen, merken sie intuitiv, dass sie das nie mehr loswerden, dass das ab jetzt so bleibt. Sie können den Fernseher ausmachen, keine Zeitung mehr lesen, aber dieses Gewissen, das bleibt an. Schauen Sie sich all diese Menschen an. Wie können Sie so vor sich hinhetzen? Wie können Sie so durch den Tag gehen, wenn Sie wissen, dass woanders hunderte Millionen leiden? Wie können Sie nach allem, was passiert ist, ernsthaft den sterbenden Michael Jackson beweinen, anstelle von 6 Millionen toten Kongolesen in den letzten 14 Jahren? Hier stimmt doch irgendetwas nicht. Wie können wir so leben? Vor fast 2.500 Jahren, da hatte Aristoteles seinen Namen dafür. Mikropsychia, Kleingesinntheit, alle auf sich bezogen und beschränkt, das ist wie eine Krankheit. Selbstbezogenheit, das ist eine Krankheit. Und die verhindert, dass wir die Armen sehen. Sie steckt tief im Körper und vergiftet alles. Platon hat gesagt, im Kleinen zeigt sich der große Staat. Und jetzt schauen Sie sich all diese Menschen an. Er läuft hier nämlich überall rum, dieser große Staat. In 80 Millionen fein säuberlich abgeschotteten Einzelteilen. Das Private sollte das Öffentliche sein, aber das Öffentliche, das will nicht so richtig privat werden. Denn das, was wirklich öffentlich wäre, das verpestet die Qualität unserer Privatleben. Irgendwann werden wir alle lächerlich sein. Irgendwann werden Historiker an unserer Zeit nichts Großzügiges oder Wohltätiges sehen, sondern nur die nackte Barbarei unserer Privatheit.